Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier der Karte von Thüringen, 3.101. Heute wird noch ein Rest Ballen eingesammelt von Klee und dann wird hier gleich gedüngt. Und zwar der Dönerfeld ist schon bereit, das ist ein Nachbarfeld, das ist Nachbarfeld nur 41, da wurde der gepunktet. Wir werden gleich mal hier düngen lassen, weil ja, erstmal noch mal ein paar Erden eingebracht werden, ne? Ne, ja, okay. Und, Ballen mitnehmen. Ja, Regenwetter immer noch. Auf Feld 29 wird noch, ne, 28, was, 29 wird noch gedüngt. Damit auch da wieder Pferdegras wachsen kann. In voller Größe. Hier die Nase. Und hier ist viel liegen geblieben, muss ich sagen. Das ist nicht so schön. Aber gut, auch nur der Aas. Mit dem muss man leben, dass die Fahrer nicht alles mitkriegen in den Kurven vor allem. Vom Pferdegrasfeld aber so umdisponieren auf ja, Takte, Faktoren und Mähwerke, weil der Krone ist mir, naja, ich müsste auf den Kronen noch zukaufen, wäre ehrlich ein teuer. Teuer ist gut, aber trotzdem sehe ich mal zu, dass ich Mähwerke kaufen kann, also werde zu dem Zeitpunkt mit drei Faktoren dann mähen. Ein Verband und da wir so zettern müssen, zweimal hinterher und dann backen und dann aufsammeln. Also Ballen dann pressen. Halt. Aber da hat man ein paar Tage Zeit. Muss immer wachsen, ne? Ja, heute Freitag noch schnell in Anführungszeichen drei Folgen aufnehmen für nächste Woche und dann beginne ich mit der Bearbeitung. Glücklicherweise, dass ich morgen mal ein paar Folgen hochladen kann. Mache ich einmal Samstag. Auf Wünsche und Vorschläge kann ich mal ein bisschen später reagieren, weil sieben Folgen nehme ich so nach und nach auf. Es kann sein, dass ich dann ab Dienstag noch drei schaffe oder vier. Ist dann halt so. Aber bis Freitag will ich es alle fertig haben. Ja, aber 21 Folgen in der Woche haben wir schon ein bisschen tun, ne? Also viel mehr Luft da oben ist nicht. So, haben wir alle Ballen? Wir haben alle, ne? Ja. Dann geht's mal zur Straße. Und dann wird man gleich also richtig Takte da oben fahren, so weit wie möglich. Und dann hinlaufen und dann kurz holen und dann hier Kurs programmieren zum Düngen. Ja, dann muss ich mal jetzt halt machen werden, ne? Erstmal können wir auf 5 einstellen, die Geschwindigkeit. Dann werde ich mal schauen, ob die Kühe noch ein Futter haben. Und Wasser. So. Ja, also 5 Tage arbeiten, das ist schon sehr hart. Das merkt man schon am Freitag nach Feierabend, dass man da Erholung braucht, ne? Morgen kann ich ja... Morgen könnte ich lange ausschlafen, Anführungszeichen. Aber dann bin ich meistens früher wach und dann... Dann geht's mir gerade nicht, ne? Ja, kurz glaube ich die aktuelle Version drauf. Aktuell ist gut, von gestern, ne? Heute macht man neue... 33er.
So, da sind wir. Ja, der Regen schafft mir. Das macht sich auch bemerkbar, zum Beispiel bei diesem Mod hier, dass dadurch extrem die Reifen durchdrehen. Das ist klar, wenn der Boden nass ist, aufgeweicht ist, vielleicht noch lebiger Boden ist, in dem Fall wissen wir noch nicht, aber wenn es so ist, das schmiert ganz schön. So, berechnen wir mal kurz. Für Feld 42. Immer vorgewendet 2. Wir haben hier einen Saatgutrechner. Ne, also nicht schlecht. Zuckerrohr, verdammt viel. Also, sorry, eher die Stangen. Ne? Pferdegras, Silage, was für ein Quatsch. Nur Pferdegras. Dünger, Flüssigdünger. Ach so, für das Feld, was raufkommt. Ja, okay. Gut, dass wir wollen düngen, ne? Kurz generieren. Ja, hier macht er nur eine Runde. Hier ist es, glaube ich, ein bisschen. Na, wie geht's? Ja. Das Feld ein bisschen ungünstig geformt, also für. Aber gut, das Feld. Er wird nicht überall düngen, aber überwiegend. So. Gleich mal aus. Ich mach mal hier die Probe. Muss gepflügt werden. Machen wir nächstes Jahr. Zum Winter. Okay, 43%. Auf der Marsch habe ich 7%, 10% gehabt. Na gut. Gut. Er kennt das Unkraut an. Durchhalten. Wir sind angekommen beim Hof. Mist. Ja, packt mal hier ein. Starten. Das ist typisch. Nur das Förderband ein bisschen entlasten, dass es tiefer geht wieder, ne? Das wäre. Oh. Denn so kann man seine Türen auch viel ganz kürzer machen, aber die, irgendwann wird es dann eher wieder zurückspringen. Ja, dann wollen wir noch Fahrzeuge aufräumen, ne? Von Feld vom Pferdegras noch die Aktion. Das muss ich auch noch immer. Immer einen Missfahrer losschicken. Alt 0. Das ist autoreif. So. Ach ja, so, ne? Nicht so einfach. Du, lass mal fahren. Und dann machen wir unsere Ballen. Ja, die Ecke kann man verzichten. Ist hier normale Helfer drin jetzt, weil ich mir gestern aufgehört habe. Hier wird gedüngt. Ja, vielleicht kommt noch Wachstum, dann geht's hier auch, ne? Dann kann der hier gleich weitermachen. So, was wollte ich machen? Achso, Fahrzeug aufräumen. Erstmal den Anhänger mit Silage zum Hof bringen. Hof 1. Hof 1, da müssen nachher später die Ballen in die BGH rein. Da wird da genügend Mist haben, ne? Ja, mal schauen. Bin doch schon ein bisschen müde, erstaunlicherweise. Na gut. Aber ich glaube mir ein bisschen. Auf jeden Fall. Das ging noch zu früh. Wenn ich spät schiede, normalerweise bin ich halb 10 auf der Arbeit und 10 Uhr zu Hause.
So, ein Sägewerk vorbei. Ja, tacken wir nochmal wieder. Ja, das geht. Ja, Dolly hat keinen gefunden. Also gestern nicht schneller keinen gefunden. Anna. Der vielleicht besser wäre. Vielleicht. Weiß man nicht. Wir haben noch einige Geräte zum Aufholen. Wahnsinn. Und das meinte ich wegen Aufräumen, wegen Dolly. Ja, die Ballen, die brauchen auch noch zwei Tage, bis zwei bis drei. Ich habe mich ein paar vorher gepresst, also noch zwei Tage. Mit neun Tage Seasons Jahreszeit. Halt drei Tage zum Gären, ne? Ist ja also. Ja, das ist ein leicht müde. Ja, heute immer ein bisschen nächstes Mal was zusammen. Aber das auch passend nicht auflegt, ne? Sonst. Und das gleich wieder auf, das soll ja nicht sein. Der Reihe, Junge. Na gut, fand ich auch. Du bist ja eine Produktion, ne? Eine Produktion, wie kann man sagen. Und daher nicht ganz so dramatisch. Junge, Z und nicht U drücken. So, hier jemand aufsteigen ganz kurz. So, Silo-Luzerne. Noch 44 Stunden. Und da ist das. Ja, das sind alle dieselbe Sorte. Gut, das kann sein, dass eine oder andere vielleicht früher gepresst wurde. Ja, weil die Ballenpresse fängt ja irgendwo an. So, kann stehen bleiben hier. Tiere. Gut, kommen unsere Tiere nach, ne, weil unsere Kühe machen hier. Ja, das ist eigentlich der Fan für Milchverkauf, ne? Oh, ja, eigentlich schon, ne? Und hier ist Grassilage, bringt leider etwas weniger Geld ein. Und die, unser Gras muss noch ein bisschen wachsen. Jetzt trauen wir gar nicht Holz zu machen hier. Naja, 43.000 Liter sind nicht der Rede wert. So, Heu. Oh, das reicht noch eine ganze Weile. Na, geht's euch? Durst? Stroh wird. Stroh ist alle. Könnt ihr auch theoretisch eine Gülle machen, ne? Das wäre einfacher für die WGH. Aua, am Bein. Ja, theoretisch. Hat er sich festgefahren mit Mist? 100%? Ah, der fährt noch. Ja, so. Entschuldigung, mal gucken, wie die anderen Donnies ab. Und jetzt werden die Steuern. Irgendwo das wieder. So, wollte ich gucken. Donnies, sag ich doch. Ach, wir haben einige da. Aha, aha, aha.
Dann ist gut, dann können wir euch aussuchen, ne? Zwei Mods und was ich aktuell habe, weiß ich nicht. Zwei Stück habe ich. Von welcher Marke? Von denen habe ich zwei. Der Missfahrer ist da. Aber ich schau mal zu, wie er arbeitet, ne? Das ist immer interessant. Wenn andere arbeiten. Ansonsten geht gleich los mit Aufräumen von Fahrzeugen. Denn hier geht es auch mit Rückwärtsfahren, ne? Das ist das Ganze. Das Dilemma ist halt nicht, aber ist halt schwieriges Programm, ne? Ah, ja, der kippt so richtig ab, ja. Auch alles. Ab und zu noch lieber stehen und war dann fertig offiziell. Aber Wahrheit hat irgendwas aufgehalten. Gut, das klappt. Gut, dann werden wir mal. Jetzt schon wieder nicht. Wieso nicht? Jetzt verstehe ich es nicht. Gut, nicht gut. Fangen wir hier oben an mit dem ersten Fahrzeug. Zette. Zette, Richtung Hof 1. Pferdegras bringt dann gutes Geld ein, ne? Also Pferdegras, die Lage, ne? Pferdegras, die Lage bringt 900 Euro pro 1000 Liter. Das heißt 9000 pro Ballen, wenn es 10.000er Ballen sind. Das ist ein bisschen gemischt, einige 4000 dabei, einige 8000 glaube ich, aber so einige sind bei 10.000. Je nachdem, was die BGH verarbeiten kann, ne? So, dann gucken wir hier recht nach wegen Futter und Wasser. Schon wieder mistig geworden, der Bursche. Wie ein Staubsauger, ne? Genau. Da ist noch ein LKW. Guck an. Mit Futter. Mischration. So, mal gucken mal, 6% haben wir jetzt, 96. Was kriegen wir jetzt hier abgeben? Ja, nicht mal der Rede wert. Aber wie gesagt, nur mehr gucken, ne? Ich hätte auch nur Menü reingucken können, aber gut, in dem Falle. Habe es nicht getan. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein, fürs heutige RS-Programm von Thüringen. Aber was ist das knapp? Wohl Regen da ist, ne? Also mal tschüss und ciao. Und ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter mit Aufräumen der Fahrzeuge. Tschüss.